herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Heute ist mein Telefon aus. Ich bin wirklich kurz vorm Burnout. Ich habe so viele Anrufe in den letzten Tagen gekriegt. Ich muss einfach mal ein bisschen kürzer treten. Außerdem hat der Bürgermeister schon den Försterjob ausgeschrieben. Ah, der Harry ist da. Hallo? Hi, oh. Harry. Ja, ich wollte fragen, was machen wir denn ganz oben in dem Steilen da mit dem Vollen? Ich habe hinten meine Forstwinde stehen. Ah ja. Mein Steier steht aber noch oben am Berg, den hole ich jetzt gleich. Und dann... Ja, dann soll ich jetzt mal hier rüberkommen. Ja, kannst hier weiter aufladen und dann ziehe ich die Stämme raus. Okay. Gut, bis dann. So. Oh Scheiße, jetzt habe ich mich, glaube ich, festgefahren. Oh 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 oh. Oh oh. Oh je, je. Das ist nicht so gut. Ich probiere mal, ob ich da hochziehen kann. Den ganzen vergessen. Ah, jetzt klaut er mir die Bäume vom Ding. So ein Hampelmann. Aber egal, hat mich gerettet. Ja, der hat ein bisschen Übergewicht jetzt. Jetzt muss ich warten, bis der weg ist. Ich sehe gerade, da ist noch ein Ast drauf. Wo ist er denn jetzt hin, der Stamm? Da ist noch ein Ästchen. Harry! Ja? Hier ist jetzt alles sauber, gell? Also der eine, der bei mir noch liegt. Da drüben, ja, da geht's nicht mehr weiter rein, oder? Na, nur hier. Oh, da müssen wir sowieso aufpassen. Mit den Tierchen müssen wir vorsichtig sein. Ah, hier liegt noch einer. Ja, den kriege ich gerade irgendwie nicht. Den muss ich nochmal entlasten. Okay, ja. Dann würde ich sagen, bist du nach der Fahrt entlassen. Oh. Oder, ja. Ich entlassen. Ah, warte mal, ich bleib mal drin, ich entlaste mal gerade. Jetzt. Supi. Was? Gut. Okay. Nee, warte, wir machen folgendes. Du fährst auch nochmal ab. Ja. Dann hole ich einen Steier, zieh die raus und dann kannst du nochmal zum Sägewerk fahren. Jo. Lässt du mich kurz vor? Ich fahr vor. Ja. Gut, danke. Ciao. Jo, ciao. Gut, dann haben wir das erledigt gleich.
die da oben, ja, die müssen wir auch noch entasten. Aber dann mache ich das gleich. Kurz zum Sägewerk, Bäume runterschmeißen. Und dann ziehe ich hier mit der Winde die Bäume voll raus. Also der Harry ist heute mal richtig beladen, aber ich vermute mal, der wird nochmal umkippen. Der muss schon aufpassen. Oh, dann habe ich ein bisschen Zeit, dass ich die Bäume voll rausziehe. Und dann müsste er auch passen. Ist mir so schön, kein Telefon. Richtig angenehm. Fahre ich gerade nachher wieder hinten hoch und hole einen Steier ab und lasse einen LKW oben stehen. Bin ich schneller unterwegs, wie wenn ich hochlaufen muss. Irgendwie habe ich den Harry abgehängt. Hallo? Oh, hallo? Ich habe gerade mal eine Frage, und zwar macht die Polizei auch Einzelüberwachung? Sie arbeiten doch, Herr Reisex, auch noch für die Polizei. Ja, inwiefern Einzelüberwachung? Na, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mich der Hofer um Geld bescheißt. Ja, kann ich nachgehen. Na, warten Sie mal. Ich bin gerade beim Sägewerk, der wird jetzt in den nächsten 5 Minuten abladen. Vielleicht kontrollieren Sie einfach mal, wie viel Geld er kriegt. Ah, warte. Ja. Oder warten Sie mal. Okay, kontrollieren Sie das einfach mal. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Harry? Ja? Soll ich auf einmal verkaufen oder wie machen wir? Ja. Ah, okay. Gut. Anpasst. Jetzt habe ich einmal das Telefon wieder an. Scheiße. Hallo. Hallo, Herr Varuna. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihr Steier noch 397. Oben. Moment. Ja, da sind noch zwei. Ja, Moment. Und 500. Ja, das weiß ich, Herr Knoll. Vielen Dank für die Info. Den hole ich jetzt gleich ab. Achso, sonst hätte ich mitgenommen. Aber dann passt. Wohin? Ja, zu Ihrem Hof runter. Ich bin gerade am Weg. Ja, dann machen Sie das. Das wäre optimal. Lassen Sie ihn unten bei der Ding stehen. Bei der Seilwinde, bitte. Das mache ich. Danke. Also, auf Wiedersehen. Ciao. Harry, komm mal vor. Ich will mal ein Foto machen für Instagram. Ich auch. Ja, dann komm mal vor. Nebeneinander, Mann. Hey? Ja, nebeneinander hätte ich gern. So, genau, stopp. Oh, irgendwie, oder komm noch ein bisschen vor. Dass man sieht, dass wir Forstarbeiten machen, weißt du? So? Ja, so ist optimal. Stehst mir genau in die Linse, ey. So, das ist ein mächtiges Bild. Oder? Ja. Gut, das waren jetzt nochmal 93.700. Da haben wir ordentlich Kohle verdient, hä? So, da der Knoll fährt mir jetzt einen Traktor rüber, das ist optimal. Dann fahren wir jetzt rüber und dann kannst du gleich, ziehen wir die Bäume noch raus. Die müssen wir aber, glaube ich, nochmal entasten. Ja, das auch, ja. Ja, okay, dann bis gleich.
Gleich. Ciao. Ja. Telefon gleich wieder ausmachen hier. Ich habe keinen Bock mehr auf Telefonate. So. Ja, Sepp hat glaube ich, der Harry hat glaube ich heute schon was getrunken, so wie der fährt. Drückt aber aufs Blei, hey. Noch mal ein bisschen Gas geben. Ja, fährt jemand da vorne lang, warum macht er denn das? Ich fahr hier lang. Was hat denn jetzt hin? Habe ich ihn jetzt überholt oder wie? So, mal gucken, ob der. Der ist schon da. Super! Moment. Ja, abstellen. Oh, das war aber knapp. Oh. Hey. Ey, jetzt wäre sie mir fast über die Beine gefahren. Bin gerade noch zurückgesprungen. So, warte mal, der Steier ist schon da. Der Knoll war schnell. Da fahre ich gerade mal rüber und ziehe die raus. Ja. Ich habe eigentlich eine Frage. Hast du den LKW gekauft? Den Tatra? Nee, den habe ich noch gemietet. Ich habe den auch immer noch gemietet. Den hier. Ja, bringt uns doch gut Geld, oder? Obwohl er gemietet ist. Ja, ich würde es ja mit dem Traktor machen, aber wenn es mit dem Dolly nicht geht. Ah, der LKW ist schon besser. Bist auch schneller. Vergesst es nicht. Aber wenn du zu schnell dann kippst. Ja, aber Zeit ist Geld. So, warte mal, ich gehe mal gerade gucken, wo die Bäume stimmen sind. So. Warte mal, ich hol mal gerade den rein. Nee, machen wir morgen mit dem Reinhard, dass ich den anruf. Aber warte mal, da oben waren, ganz oben waren welche. Oh, und die sind schon zugeschnitten, ey, das ist halt doof. Oh, scheiße. Falsche Taste. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? So? Nee. So? Ah ja. Ja. Die Fernsteuerung ist voll gut. Ja, geht hier noch was? Ja. Das hängt aber ein bisschen hier. Mal gucken, ob ich es so herkriege. Ah ja, so geht's besser. Minimal. Warte mal kurz, ich fahr mal gerade neben dich. Und
Der ist gar nicht mehr da. Oder nicht? Harry, kommst du hoch? Oder soll ich ein bisschen schieben? Da komme ich schon hoch. Komm mal ein bisschen. Muss ich gerade meine Bäume da oben noch. Hält man denn das anders ein? Oh. Nee, das, weil die, weil sie gerade vorne. Ah, okay. Oh. So, gut, der passt. Ah, da ist auch noch einer. Den kriege ich vielleicht rübergetragen. Die Winde ist so langsam. Harry, hast du Vesper dabei? Ja. Ist gut, ich auch. Könnten wir uns mal was genehmigen. Ich kann auch gleich noch ein bisschen runterfahren. Ja, komm ich hier so vorbei. So? Ja. Ziehe ich mal gerade hier ein bisschen noch. Ich ziehe die einfach runter. Kann das sowieso besser aufladen. Wollen wir schieben aber irgendwie. So. Gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Und bis dann. Tschüss.